Ich begrüße euch zu unserer ersten Präsentation der kleinen Textform. Ich bin Melissa und ich möchte euch auch im Namen von Nicoletta und Daria jetzt, wie gesagt, die erste Präsentation, nämlich die Postkarten, vorstellen. Dazu einmal als erstes unsere Agenda. Wir gucken uns erstmal einmal kurz die kleinen Textformen nochmal an, damit wir euch ein bisschen abholen, und gehen dann darauf ein, was eine Postkarte ist, und gucken uns dann im nächsten Gang oder im nächsten Schritt nochmal die Arten von Postkarten an. Es ist ja nicht so, nur so, dass es diese typische Urlaubskarte gibt, die wir kennen, sondern da gibt es noch eine ganze andere Bandbreite von Postkarten. Unter Punkt 4, die sprachlichen Bestandteile, das ist quasi der größte Teil, der wichtige Teil der Präsentation, bis wir dann unter Punkt 5 noch einmal kurz auf die Multimodalität, also das Zusammenspiel zwischen Text und Bild, eingehen. Und zum Schluss werfen wir euch dann nochmal kurz die Diskussionsfragen an, die wir dann im Nachgang gleich im virtuellen Raum nochmal besprechen können. So, fangen wir noch einmal an mit den kleinen Textformen. Hier haben wir noch einmal eine Folie aus Alexanders Präsentation, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Nämlich kurz, warum gibt es kurze Texte und welche sprachlichen Merkmale haben sie? Warum gibt es kurze Texte? Ja, also wir haben einmal diese eindeutigen Gebrauchskontexte und auch die Memorierbarkeit, die gegeben sein muss. Dann die starke Konventionalisierung und Intertextualität. Und auch für uns der wichtige Part für die Postkarte ist dieser begrenzte Schreibplatz, das wisst ihr ja auch. Zudem haben wir hier nochmal die sprachlichen Merkmale. Wie ist das bei kurzen Texten? Hier haben wir halt diese Wortartenwahl bzw. Präferenz und auch die syntaktische Struktur. Dann hat man ja auch, ebenso auch wie in der Postkarte, die Abkürzungen oder Emojis, Smileys, was auch immer hinzugefügt wird. Kennt man ja auch aus Instagram. Genau, dann haben wir auch die lexikalischen Besonderheiten und verfestigten Sprachstrukturen. Werdet ihr nachher auch noch merken, haben wir halt auch bei der Postkarte. Und halt auch die intertextuellen Verknüpfungen, sowohl Hashtags oder Links, wie wir das auch ja von Instagram kennen. So, dann gucken wir uns einmal an, was ist eine Postkarte? Da haben wir als erstes einmal ganz kurz, wenn man im Grimmschen Wörterbuch danach schlägt unter dem Stichwort Postkarte, dann wird unter anderem das Ganze definiert als Postkarte oder Korrespondenzkarte in Deutschland seit 1870. Eine Karte in Briefform, die auf der Vorderseite die Adresse, auf der Rückseite die Korrespondenz enthält und von der Post für die halbe Brieftaxe befördert wird. Postkarten müssen frankiert werden. Das einmal ganz kurz zur Definition. Und dann habt ihr ja auch, oder beziehungsweise wie ich das gerade gesagt habe, seht ihr oben ja dieses Zitat. Die heutige Leichtigkeit der Korrespondenz tut da gar nichts zu. Denn wer schreibt heute in der Postkartenperiode noch Briefe? Einerseits können wir jetzt hieraus hören, dass quasi die Postkarte so ein bisschen die Briefe ablöst, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist quasi, also die Briefe sind weitaus älter und die Postkarte, die ist dann eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts. Und dieses Zitat, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist aus Wilhelm Raabes See- und Mordgeschichten mit dem Titel Stopfkuchen. Und das ist im Jahr 1891 erschienen und ist vermutlich die erste deutschsprachige literarische Erwähnung der damals noch jungen Post- oder Korrespondenzkarte. Genau, die Korrespondenzkarte, so hieß sie früher, die seht ihr einmal hier unten. Einmal, wie gesagt, von 1870 hat man halt hier vorne norddeutsches Postgebiet und so sah das halt damals aus. Genau, und ja, heute ist dieses Briefeschreiben oder auch Postkartenschreiben trotz dieser später in quasi Windeseile ausbreitenden neuen Kommunikationsformen, wie wir sie jetzt haben, mit E-Mail und WhatsApp, SMS etc., quasi noch nicht ausgestorben, sondern vielmehr scheint dieses handschriftliche Schreiben von Postkarten oder auch Briefen halt eine neue Wertschätzung zu erfahren, weil diese handgeschriebenen Briefe halt besonders persönlich sind, was ja heute eher durch dieses WhatsApp, E-Mail etc., da hat man ja überhaupt nichts Persönliches mehr.
So, und die Postkarte wurde halt damals, oder beziehungsweise ist im Allgemeinen noch so, dass es halt als Massenkommunikation hergestellt und auch vertrieben wird, aber halt dadurch, dass es von Hand beschrieben wird und auch versandt wird, als Individualkommunikation betitelt wird. Genau. Und die Texte sind halt, das wisst ihr ja auch, besonders kurz und auch meist eher trivial. Also meist geht es darum, wie ist das Wetter, was haben wir gemacht. Also da ist jetzt nichts groß, ich sag mal, Wichtiges mit enthalten. So, dann kommen wir einmal zu den Arten von Postkarten. Wie ich das am Anfang schon gesagt habe, es gibt ja nicht nur diese Urlaubskarte, die wir jeder kennen, sondern das Ganze stammt quasi von der amtlichen Postkarte ab, die ihr hier links seht. Das ist nämlich das Grundmuster für Variationen von Postkarten. Und dabei sind vor allem diese funktionalen Unterschiede Textsorten subspezifisch. Auf diese amtliche Postkarte kommen wir später nochmal zurück. Dann gibt es zudem diese Bestellpostkarten, wo ich jetzt auch heute sagen würde, dass es vielleicht weniger genutzt wird oder nicht mehr so häufig vorkommt, sind aber noch aktuell. Und diese Bestellpostkarten, die sind wesentlich stärker listenartig strukturiert und bestehen halt hauptsächlich aus Feldern, die vom Absender auszufüllen sind. Das sehen wir auch hier. Ich bestelle hierdurch so und so viele Exemplare. Und Name, Wohnort, Wohnung ist halt alles vom Absender auszufüllen. Und als eigenständige Subtextsorten gelten auch jetzt die folgenden, nämlich zum einen die Künstlerpostkarten. Das zeigt halt die jeweilige Künstlerpersönlichkeit, ihre Beziehung zu anderen Personen oder auch die jeweilig eigenhändige Kartenillustration quasi als Kleinkunstwerk, die halt im Mittelpunkt stehen. Also hier in dem Fall sind es halt die Werke zum Beispiel von Franz Marc oder hier auch von Paul Klee. Genau, da stehen quasi dann die künstlerischen Werke im Vordergrund. So, dann zum anderen haben wir hier diese Sorte der Feldpostkarten. Die wurden zum Beispiel im Deutsch-Französischen Krieg im Jahr 1870, 1871 von deutschen Soldaten in ihre Heimat geschickt. Und genau, das nennt sich halt Feldpostkarte, weil es eine Postkarte ist, die mit der Feldpost, also quasi die Feldpost ist die Postversorgung der im Einsatz befindlichen Einheiten. Und die hat das Ganze halt verschickt und deswegen nennt sich das Feldpostkarte. Genau, hier haben wir halt einmal ein Beispiel eines Soldaten aus dem KK-Schützenregiments Nummer 2, kann man halt hier oben auch entnehmen. Und hier hat er dann quasi seinen Text auf der Rückseite geschrieben. Und genau, darauf würde ich jetzt mal nicht eingehen, noch genau auf den Text, aber das nur mal als Beispiel. So, dann haben wir außerdem noch die Politpostkarten, die. Da haben wir hier einmal ein Beispiel. Die können quasi, oder als Politpostkarte definiert sich eine im weitesten Sinne, oder beziehungsweise Karten, die halt im weitesten Sinne auf politische Themen auf ihrer Bildseite hinweisen. Oder auch Karten, die halt auf also die politische Themen an sich im Text behandeln. Oder auch allgemein die einer politisch motivierten Kommunikation dienen. Und also die haben quasi das Ziel, oder das sind halt Postkarten, die halt quasi als Propagandamittel oder Wahlwerbung oder halt auch politische Kommunikation dienen. Genau, da haben wir hier einmal ein Beispiel vorne halt mit Gedicht und halt auf der Rückseite haben wir halt einen ganz normalen Text. Genau, hier geht halt mehr diese Vorderseite auf dieses Politische ein. So, und dann haben wir die ganz klassische, wie wir sie alle kennen, die Ansichtskarte. Man sendet Grüße hier in dem Fall aus Berlin. Und genau, hier hat man vorne noch ein bisschen was draufgeschrieben. Im Regelfall schreibt man es dann hinten drauf. Aber das hier auch nochmal als Beispiel. So, dann kommen wir zu den sprachlichen Bestandteilen, dem wichtigen Punkt oder dem wichtigsten Punkt der Präsentation, sag ich mal so.
Hier haben wir halt einmal kurz die zentralen Kennzeichen oder die hauptzentralen Kennzeichen der Postkarte sind nämlich einmal diese Handschriftlichkeit, die wir haben, wie ich das am Anfang schon genannt habe, und zudem auch die Unverbindlichkeit. Also keiner sagt einem, dass man das machen muss, dass man die verschicken muss und es zwingt auch keinen darauf, also es zwingt keiner einen darauf zu antworten. So, dann haben wir diese hauptsächlich praktischen Gründe, die bei der Postkarte mitschwingen, nämlich einmal die Schnelligkeit. Also wenn man eine Karte kauft, dann kann man die auch mal schnell unterwegs schreiben und einwerfen. Man hat dadurch auch diese Ortsungebundenheit und man braucht halt nicht wie beim E-Mail-Schreiben oder sonst was irgendwelche technischen Hilfsmittel, sondern man braucht lediglich einen Stift dafür. So, und dann ist es auch so, wie ich das gerade schon meinte, man kann es unterwegs machen. Dadurch erfordert es halt auch wenig Zeit und auch Überlegung. Oder was auch der Fall ist, es kann ja auch sein, dass mein Kind das Ganze schreibt. Also es erfordert halt auch wenig Übung und Gewandtheit im Umgang mit der Schrift oder auch dem Satzbau. Genau. So, dann kommen wir hier nochmal auf den formhaften Aufbau zu sprechen. Hier haben wir nochmal diese amtliche Postkarte, von der ich vorhin gesprochen habe. Das Ganze ist nämlich einfach strukturiert, wie wir das ja auch kennen. Also die meisten Postkarten sehen halt so aus. Man hat halt die kompakte Form, ne? Dass man hat nun das, was man sieht quasi sozusagen. Und weil es ist räumlich weitgehend identisch gestaltet. Das heißt, wir wissen, die Postkarte sieht eigentlich überall so aus, dass vorne halt das Bild ist und hinten quasi der Text drauf. Also es ist eigentlich überall so. Und zudem haben wir halt auch diese Textbausteine und die Briefmarke, die halt einfach zur Postkarte dazugehören und nicht von ihr trennbar sind. So. Und geht man halt von dieser amtlichen Postkarte als dem Grundmuster dieser gesamten Textsorte aus, so resultiert halt grundsätzlich diese Aufteilung in die formal dominierte Vorderseite. Hier hat man halt Anschrift, hier unten, dann also die Absenderangabe und die Frankierung, für die ist es halt immer reserviert. Und auf der Rückseite hat man dann, das ist quasi die Textseite, der Raum für Mitteilungen. Wobei manchmal, wenn halt unterhalb der Absenderangabe halt auf der Vorderseite auch noch Platz ist, dann wird das auch für Text genutzt. So, und genau von diesem Grundmuster leiten sich alle anderen also diese alle anderen Varianten der Postkarte quasi ab. Was zudem noch charakteristisch ist, lässt sich jetzt nicht mehr bei allen Postkarten erkennen, aber sehr häufig noch ist dieser senkrechte Trennstrich, den gibt es nämlich seit dem Jahr 1905. Da wurde es nämlich als oder wurde es offiziell auch als Anschriftenseite für Mitteilungen gestattet. Und dieser senkrechte Trennstrich ist halt auch bis heute, wie ich das gerade schon meinte, charakteristisch. Man findet ihn nicht mehr überall, aber schon noch häufig. So, dann gucken wir uns mal im Allgemeinen die Gliederung des Postkartentextes an. Hier ist es nämlich so, dass der eigentliche Postkartentext grundsätzlich als dreigliedrig betrachtet werden kann. Man hat nämlich beginnend einmal die Anrede- und Begrüßungssequenz. Das ist in diesem Fall hier das Na du. Dann haben wir daran anschließend den thematischen Hauptteil, also was halt in der Postkarte quasi erzählt wird. Und das Ganze schließt dann halt mit dem Schlussteil ab. Also quasi hier dem bis dann deine beste Nachhilfeschülerin Katharina. So, und diese Datum- und Ortsangabe, die halt für den Brief eigentlich typisch sind, die können bei einer Postkarte gemacht werden, müssen sie aber nicht. Also die persönliche Unterschrift, die ist halt stets obligatorisch. Dies zeigt sich halt besonders bei Ansichts- oder Grußpostkarten darin, dass halt bei sogenannten Kollektivkarten nur ein Hauptschreiber ist. Also das hat man ja auch meistens, dass dann halt nur einer die Karte schreibt, der Text halt aber von mehreren Personen eigenständig unterschrieben wird. Also wenn man im Urlaub ist und Mama schreibt die Karte, dann unterschreiben die Kinder und der Vater noch selbst. Und halt durch diese Obligatorik kann halt bei diesen illustrierten Karten auch weitgehend auf diese zusätzliche Absenderangabe, die wir quasi hier oben haben, verzichtet werden. So,
Und genau so, also diese Begrüßung und auch die Verabschiedungsschlussformeln sehen wir ja, wie auch hier, die fallen halt sehr kurz aus und sind sehr allgemein gehalten. Und gelegentlich oder manchmal findet man halt auch Floskeln aus der Sprache des Landes, in der man sich halt gerade befindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel an der Küste ist, dann könnte man mal Moin Moin finden. Oder wenn man sich zum Beispiel auf, keine Ahnung, Hawaii befindet, dann schreibt man halt Aloha. Also das hat man ja auch ganz häufig, dass man das nochmal findet. So, dann kommen wir noch einmal auf die verfestigten Formeln zu sprechen, was ja auch bei den Postkarten typisch ist. Man hat halt, wie ich das gerade schon hatte, diese Anredeformeln, die sind halt nicht nur quasi bloße Eröffnungsmuster, sondern sind halt auch wichtige Indikatoren für die jeweilige Art der Beziehung. Also man guckt ja immer schon, schreibt man die Familie an, schreibt man Arbeitskollegen an. Da ist es nämlich meistens so, dass das anredelose Postkarten sind, die halt, wie ich das gerade gesagt habe, bei stärker formell bestimmten Beziehungen zu beobachten sind, wo das Ganze eher ein bisschen persönlich unspezifisch adressiert ist. Und genau, eine größere und auch ebenfalls eingeschränkte Variationsbreite findet sich halt bei, also ebenfalls bei den Schluss- und Verabschiedungsformeln. Da hat man halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, sag ich mal so, wie zum Beispiel Liebe, viele herzliche Grüße. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und genau diese Grüße werden halt gelegentlich auch mal mit Versprechen wie bis bald oder auch einer Aufforderung wie melde dich mal wieder quasi verbunden. Und ja, der Hauptteil, der halt im Unterschied zum Brief, wenn man das mal noch so betrachtet, durch die große Zahl von thementypischen, also ist halt durch die große Zahl von thementypischen Formulierungsmustern gekennzeichnet. So. Und je nach Anlass bzw. Thema, worüber man schreibt, variiert diese Brandbreite dieser Formulierung halt. So. Und ja, was auch offensichtlich oder was genau klar ist, ist, dass diese Urlaubskarten sind halt meist stärker ritualisierte bzw. klischeehafte Formulierungen findet man da oft wieder, als bei sonstigen Bildkarten, wie wir vorhin gehört, so gesehen haben. Also besonders zeigt sich hier halt dieses typische Spiel oder ironische Spiel mit diesen Formulierungsmustern. So. Dann kommen wir noch einmal auf den Stil der Postkarte zu sprechen. Also wir sehen hier oben schon, Vitek hat angesprochen, dass es Andeutung, Abkürzung, Unvollständigkeit. Das haben wir vorhin mit der Abkürzung, haben wir auch bei den kurzen Textformen von Alexander ja schon gelesen, dass das typisch ist. Und das ist auch bei der Postkarte typisch. Das könnt ihr auch sehen, wenn ich nochmal zurückspringe auf diese Urlaubskarte hier, HDL, hab dich lieb, hast du halt, also so eine Abkürzung hat man halt ganz oft und findet man ganz oft in zum Beispiel Urlaubspostkarten. So, dann ist es so, entsprechend der Flüchtigkeit des Schreibanlasses, wie ich das schon gesagt habe, ist das Ganze auch überwiegend alltagssprachlich gehalten und man hat halt auch oft also beziehungsweise ist es oft ohne besondere Rücksichtnahme auf logische Verknüpfungen oder man findet also oder auch strenge Kohäsion oder stilistische Ansprüche. Und was besonders zu erkennen ist, ist auch, dass wenn man jüngere Schreiberinnen hat, also jüngere Schreiberinnen oder Schreiber hat, dann herrscht halt auch oft ein salopper Ton, also der ist halt oft geprägt von einem hohen Maß an konzeptioneller Mündlichkeit. Das ist oft zu erkennen. Und was auch wichtig ist, man hat so einen charakteristischen Stilmix, nämlich zwischen der schriftsprachlichen Konvention und der sprachlichen Individualität, die man halt versucht, so ein bisschen mit reinzubringen. Und was halt auch, wie wir auch eben gesehen haben bei der Karte, ich springe noch einmal kurz zurück, hier diese Smileys, diese graphostilistischen Merkmale, die lassen sich manchmal auch wieder erkennen, wie gesagt, insbesondere bei Postkarten in Form von Smileys. Und was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist diese positive Grundstimmung, die vermittelt wird. Das ist ja häufig so, wenn man im Urlaub ist, dass man halt einfach was Positives vermittelt.
So, dann kommen wir nochmal auf die Multimodalität zu sprechen, also die Verbindung zwischen Text und Bild. Das beschreibt ja quasi diese Kommunikationsmethoden in Form von textlichen, sprachlichen und auch visuellen Ressourcen, halt, die zum Erstellen von Nachrichten genutzt werden. Und bei den Bildpostkarten ist es so, dass diese Illustration halt nicht nur ein spückendes Beiwerk ist, sondern halt, dass sie auch integraler Bestandteil dieses kommunikativen Aktes sind. Und bei Postkartenempfängern ist es meistens auch so, dass die große Mehrheit davon ausgeht, dass das jeweilige Postkartenmotiv halt auch speziell für sie ausgewählt wurde. Das kann man dann halt zum Beispiel wie hier in diesem Zitat erkennen: Ich habe diese Karte gesehen und musste sofort an dich denken. Und hier haben wir halt einmal ein Beispiel. Hier ist es auch so, hier schreibt, ich lese jetzt den Text nicht vor, aber hier schreibt zum Beispiel Gretel Fischer an einen Herrn Schlee, wie sie aussieht und was sie ausmacht quasi, und geht dabei hier auf diese Karte ein. Ich gehe davon aus, dass es sie selbst ist, um sie so ein bisschen zu beschreiben. So. Und bevor ich jetzt ganz kurz hier auf diese konzeptuellen Begriffe eingehe, wollte ich noch kurz hinzufügen, dass man halt auch, wenn man halt das Verhältnis von Bild und Text betrachtet, so kann man halt für jede Bildpostkarte festhalten, dass das Bild halt auch den Text dominiert. Und man findet halt immer wieder Karten, bei denen aber auch Bild und Text in keinem direkten Verhältnis zueinander stehen. Da kann man aber davon ausgehen, dass das jeweilige Motiv, wie ich es gerade gesagt habe, speziell für den Adressaten halt ausgesucht wurde. Und überwiegend besteht auch offensichtlicher Zusammenhang zwischen Bild und Text, wobei sich halt dieser Text dann direkt auf das Bild bezieht oder, wenn man das textlinguistisch sieht, in einem kontingenten Verhältnis zu diesem halt auch steht. So, und genau, dann haben wir hier noch einmal, um darauf nochmal einzugehen, diese konzeptuellen Begriffe nach Hallett einmal für euch aufgeführt. Und zwar hat der halt versucht, das Ganze für, also hat er das eigentlich, diese konzeptuellen Begriffe für einen Roman gemacht, aber wir würden das einmal versuchen, oder wir haben das einmal aufgeführt, als Verbindung von Text und Bild für unsere kleine Textform, die Postkarte. Und da haben wir als erstes vom Schreiben zum Design, das heißt die Erstellung eines multimodalen Textes durch den Sender einer Postkarte beinhaltet halt, dass er in geschriebenen Texten die semiotischen Ressourcen verwendet, wie beispielsweise das Bild oder Farben. Genau, dann beim zweiten vom monomodalen Texten zum multimodalen Texten. Hier ist es so, dass die Entscheidungen des Schriftstellers bzw. des Schreibers bei der Postkarte machen halt den Text zu einem visuell lesbaren und vorstellbaren Produkt. Und drittens vom Erzähler zum Erzählermoderator. Hier ist es so, das kann man so verstehen, dass der Sender verwendet halt nicht nur sprachliche bzw. schriftliche Mittel zur Übertragung von Informationen, sondern er verwendet halt auch die Bilder, um seine Informationen bzw. Nachrichten halt in lebendiger Form darzustellen. Also er greift halt schon auf das Bild zurück, um das Ganze halt auch besser zu beschreiben. So, dann haben wir unter viertens vom Lesen zu einer narrativen Bedeutung. Das kann man so verstehen, dass der Empfänger die Kombination von Symbolen verwendet, um halt schließlich eine eigene Version des Ziels des Senders halt zu erstellen, die halt seinen Absichten, also des Senders halt so nahe auch wie möglich kommen. Und beim letzten Punkt vom Leser zum Benutzer, hier haben wir es so, dass der Leser halt nicht nur, was die Welt des Textes quasi vorstellt, verarbeitet, sondern er kann halt auch selbst ein Absender werden und auf die gleiche Weise halt einen Text zurückschreiben. Oder es wird halt erwartet, dass er darüber halt auch nachdenkt und die Informationen als Grundlage für das nächste Gespräch mit dem Absender halt auswählt. Das ist dann aber abhängig von der Art der Postkarte bzw. halt auch dem Zweck. So. Genau, bevor ich jetzt einmal auf die Diskussionsfragen noch eingehe, würde ich noch mal ganz kurz zusammenfassen,
Insgesamt zeichnet sich halt diese Kommunikation mittels der Postkarte dadurch aus, dass sie halt einerseits, wie wir das gesehen haben, so ein bisschen starken Zwängen ausgesetzt ist, vor allem durch diese eng begrenzten Raum für diesen individuellen Kartentext, was wir auch gesehen haben, was häufig auch zu Wiederholungen und stereotypen Formulierungen führt. Und andererseits ist sie halt auch gekennzeichnet durch den Versuch, halt mit diesen Einschränkungen kreativ umzugehen und sie halt immer wieder zu durchbrechen durch eigene Individualität, die man halt reinbringt. Genau, so. Und dann möchten wir jetzt ganz kurz noch euch unsere Diskussionsfragen vorstellen, beziehungsweise könnt ihr ja oben rechts dieses kleine Bild nochmal zu diesen ganz neuen Fotopostkarten direkt weltweit versenden sehen. Hier ist es ja so, dass man, das ist ja neuerdings so, dass man Fotos auch online als echte Postkarte erstellen kann, quasi seinen eigenen persönlichen Text hinzufügt und versendet die dann direkt weltweit an einen oder mehrere Empfänger. Also man lädt dann seine Fotos hoch und ja, verschickt es dann weltweit. Jetzt ist unsere Frage dazu, wie seht ihr das denn bei den Fotopostkarten? Verliert das Ganze oder diese eigentliche Postkarte dann eigentlich ihre Persönlichkeit? Und genau, das wäre jetzt schon die zweite Frage. Die erste Frage, um das Ganze nochmal aufzugreifen mit dem kurzen Text, würden wir halt ganz gerne noch mit euch darüber reden, ob ihr denn denkt, dass die Postkarte auch unter die Kategorien des kurzen Textes gehört und auch warum. Genau, und zudem könnt ihr euch ja vielleicht, weil es auch uns einfach interessiert, schon mal überlegen, schreibt ihr denn oder versendet ihr denn auch noch Postkarten und welche Bedeutung haben halt auch Postkarten für euch? Das sieht ja auch jeder unterschiedlich. Die meisten sind mehr, schicken lieber eine WhatsApp oder wie ist es bei euch? Schickt ihr eher zum Beispiel eine WhatsApp mit einem kleinen Text, viele Grüße, mit einem kleinen Foto oder macht ihr euch wirklich die Mühe, kauft eine Postkarte, schreibt sie und versendet sie? Wie seht ihr das? Genau, und dann haben wir es auch schon soweit. Hier seht ihr noch immer unsere Gefällen. Und dann freuen wir uns gleich auf die Diskussion mit euch in dem virtuellen Raum.